Willkommen am Campus. Studieren an der Hochschule Landshut bedeutet mehr, als Vorlesungen und Seminare zu besuchen und zu lernen. Zum erfolgreichen Studium gehören auch das Drumherum. Am Campus finden zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen statt, die für den Wohlfühlfaktor an der Hochschule sorgen. Es werden ein vielfältiges Freizeit- und Sportangebot, Feste und Feiern organisiert und das meiste von den Vereinen und Organisationen am Campus. Was bedeutet es, in einem Verein dabei zu sein? Wenn man nicht nur meckern kann, sondern auch gleich mitbestimmen. Also mir persönlich hat es immer sehr Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Weil man kann einfach eigentlich alles umsetzen. Es hat einfach Spaß, weil man gemeinsam was bewirken kann. Eben dieser soziale Zusammenhalt, dieses Zusammen was erreichen, gemeinsam Veranstaltungen zu organisieren. Im Campus gewisse Würze verleihen. Und warum solltest du einem Verein beitreten? Du hast so ein großes Netzwerk auf einmal in Landshut. Das heißt, auch wenn du am Wochenende einer der wenigen bist oder die nicht heimfahren, ist immer irgendeiner da, der was mit dir macht. Als Mitglied hat man so viele verschiedene Möglichkeiten, jetzt mehr in die fachliche Richtung zu gehen oder einfach nur hier hochschulintern was auf die Beine zu stellen. Und da haben wir uns vorgenommen, diese Punkte als Verein anzugehen, weil man einfach viel flexibler ist, als wenn man das über andere Wege gehen muss. Du kommst an einen Ort, wo du dich überhaupt nicht auskennst und da ist einfach jemand, der nimmt dich bei der Hand und sagt dir, hey, hier ist das. Man hat insofern den Vorteil, man bekommt das ganze Studentenleben mehr mit. Also ich bin ziemlich glücklich hier geworden damit. Der Campus lebt also von Vereinen und Organisationen. Die Studierendenvertretung, kurz STUF genannt, bestimmt die Hochschulpolitik mit. Okay, also die STUF ist eigentlich ein offizielles Organ der Hochschule. Da sind nur gewählte Mitglieder drin. Also einmal im Jahr sind Hochschulwahlen und da darf dann jeder Student mitentscheiden, wer sie vertreten soll. Es ist eigentlich einfach in Gremien drin, in denen man eigentlich sonst nicht so Zugang hat. Also man sieht seine Profs mal von einer ganz anderen Seite, seine Dekane oder Dekaninnen von einer anderen Seite. Man diskutiert auf Augenhöhe mit dem Präsidenten oder mit dem Kanzler über irgendwelche Themen. Getreu des Mottos, wir beleben den Campus, ist Campus Landshut für Spiel und Spaß am Campus zuständig. Campus Landshut ist für den Freizeitausgleich der Studenten da. Also wir beleben den Alltag der Studenten mit verschiedenen Events. Die letzte Zeit haben wir ja den Maibaum aufgestellt. Der steht neben dem HK-Gebäude momentan. Wir haben die Semester-Closing-Party, wir haben das Dinner-Hopping. Wir haben auch für die Erstsemester speziell den Bayerischen Abend, dass sie unsere ganze bayerische Kultur kennenlernen dürfen, auch sollen. Die bayerische Kultur ist schön. Die muslimische Hochschulvereinigung Selam dient als Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Islam an der Hochschule und leistet so einen Beitrag zum Brückenschlag zwischen den Kulturen und Religionen. Unser Hauptziel ist es, die muslimischen Studierenden an der Hochschule Landshut, von denen es ziemlich viele gibt, stärker an den Campusalltag einzubinden. Allerdings sind wir natürlich auch für jeden offen. Kürzlich hatten wir zum Beispiel unser Dinner after Sunset. Das machen wir jedes Jahr im Ramadan. Mittlerweile ist es ja so, dass es eher im Sommermonat ist. Deswegen machen wir das im Sommersemester, dass wir dann viele verschiedene Studierende und Professoren und verschiedene Leute aus der Stadt einladen. Studenten beraten Unternehmen. Dieses Vorhaben hat sich die studentische Unternehmensberatung Unicorn zur Aufgabe gemacht. Wir beraten Unternehmen in der Region Landshut, also von einer großen Wirtschaftsprüfungskanzlei über zum IT-Unternehmen. Wir richten uns vor allem an Studenten des ersten und zweiten Semesters, weil man einfach früh anfangen muss. Also ich bin selbst im ersten eingestiegen und habe jetzt eigentlich ein Semester gebraucht, um zu wissen, wie der Hase läuft. Byte Factory Landshut wurde erst im Sommersemester 2016 gegründet. Es ist der Informatikverein für alle IT-Interessierten. Unser Ziel ist es, eine Plattform für alle Studierenden zu bieten, um Wissen gemeinsam aufzubauen, Wissen auszutauschen, um Kontakte zueinander zu knüpfen zwischen den Studierenden. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzten Jahre eine große LAN-Party gehabt. Die wird unserem Verein dann fortgeführt werden. Da werden dann hoffentlich wieder so 50 bis 100 Teilnehmer kommen und werden noch zusätzlich dann kleine LAN-Partys aufziehen. Das sind dann sozusagen so kleine Tagesweltmeisterschaften. Die funktionieren dann jeweils sehr, sehr eventspezifisch. Wir haben uns auch gedacht, wir haben mit E-Racing bereits gesprochen und die würden uns vielleicht so einen Wagen zur Verfügung stellen, wo wir uns dann kostümieren würden und dann als Mario oder Luigi.
Du willst Amy und Betty auf internationale Rennen schicken? Dann werde Teil des Elektrorennteams LA E-Racing. Wir planen, entwickeln und montieren einen elektronisch betriebenen Rennwagen. Und Zielgruppe von den Mitgliedern her sind halt Studenten der Hochschule Landshut. Und ganz wichtig, jede Fakultät. Bei uns im Verein ist es so, natürlich bauen die technische Seite und die Techniker, die bauen das Auto. Mit genauso wichtig ist aber der statische Bereich, wie es bei uns manchmal heißt, das Personal, das Saisonmanagement, Team PR. Wir finanzieren uns komplett über Sponsormittel. Also wir müssen auch immer dafür sorgen, dass wir Geld haben für unsere technischen Bauteile. Und da ist ganz wichtig, dass wir Mitglieder aus der Fakultät BWL haben und auch soziale Arbeit. Wingler, die Hochschulgruppe des Verbands Deutscher Wirtschaftsingenieure, organisiert verschiedene Seminare, Exkursionen und Partys für die Studierenden der Hochschule. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir einfach für Studenten hier auf dem Campus ein cooles Studentenleben organisieren möchten und das verbinden möchten mit Fachvorträgen, mit fachlicher Weiterbildung. Unsere erste und größte Veranstaltung im Semester ist immer die Semester-Opening-Party in der Sparkassenarena, wo wir für alle Studenten der Hochschule eine riesige Party schmeißen. Die ist auch nur von uns Wingler organisiert. Die Hilfsorganisation UNICEF Hochschulgruppe setzt sich gemeinsam für bessere Bildungschancen auf der ganzen Welt ein. Also UNICEF ist der Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Und es gibt es eigentlich auf der ganzen Welt, also in jedem Land. Und es wird eben versucht, Geld für Kinder zu sammeln, die notgeraten sind. Wir hatten jetzt im Sommersemester den Sponsorenlauf zusammen mit Wingler am Hochschulsporttag. Von Studenten der biomedizinischen Technik wurde VDE gegründet. Der VDE ist der Verband der Elektronik und Elektrotechnik. Also man kennt ja die beiden großen VDI und VDE. Und VDE ist so der große Dachverband, eigentlich alles, was Normen und Richtlinien angeht. Also jeden Stecker oder Steckdose, die wir uns anschauen, steht einmal VDE irgendwo drauf. Jeder, der eigentlich Spaß an Elektrotechnik hat, ist willkommen. Wir haben aber auch Leute aus dem Fachbereich BWL dabei. Wir haben den Kletterstammtisch. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig in der Kletterhalle, gehen zusammen bouldern oder auch einfach nur mal in die Stadt. Die Hochschulgemeinde HSG ist die katholische und evangelische Kirche an der Hochschule Landshut. Wir interessieren uns einfach dafür, dass wir die Leute als ganze Menschen sehen wollen. Nicht nur, was kannst du und wie toll bist du, sondern auch, wie geht's dir. Wir als Verein führen sehr viele verschiedene Veranstaltungen durch. Das ist zum Beispiel jeden Mittwochabend, wo der Gottesdienst ist, in St. Peter und Paul, anschließend in der Kneipe, wo wir jetzt gerade sind. Das ist natürlich nicht alles, was wir zu bieten haben. Wir haben auch verschiedene Veranstaltungen, Reisen, das Impro-Theater, an das sich jeder wenden kann, der sich für das Theaterspielen begeistert. Also ich bin Christiane von Hofacker, ich bin von Beruf evangelische Pfarrerin und hier in Landshut seit 4 Jahren in der Kirchengemeinde Pastorin. Dieses Semester lege ich einen Schwerpunkt Ende November auf häusliche sexualisierte Gewalt, ein Thema, was immer noch heute tabuisiert und verharmlost wird. Eine Veranstaltung, die ich anbiete in Kooperation zum Beispiel mit den beiden Frauenhäusern in Landshut und Studierenden der sozialen Arbeit, die eine Projektwerkstatt dazu gemacht haben. Bayern Mentoring ist ein Karriereförderprogramm für weibliche Studierende der technischen Studiengänge, die von Fachfrauen aus der Industrie während ihres Studiums begleitet werden. Ich habe mich da eigentlich schon im ersten Semester angemeldet. Also da hatte ich jemanden vom dritten Semester, der mich betreut. Und das ist einfach ganz sinnvoll im Studium, weil man einfach Hilfen bekommt oder verschiedene Aufgaben oder Lösungen, die man noch nicht hat. Und im dritten Semester hatte ich dann eine Ingenieurin von der BMW in Dingolfingen. Und die hat mir auch geholfen, ein Praxissemester zu finden fürs fünfte Semester. In der ehemaligen Kaserne Landshut sind derzeit über 300 Flüchtlinge untergebracht. Um deren Lebenssituation zu verbessern, gründeten engagierte Hochschulangehörige die Hochschulinitiative Flüchtlinge in Landshut. Wir wollen eine Webseite gestalten für Flüchtlinge, wo Flüchtlinge draufkommen können und genau wissen, wenn sie ankommen, da muss ich hin. Das und das gibt es alles in Landshut. Die und die Beratungsstellen sind für mich da und das habe ich an Freizeitmöglichkeiten. Das ist ein großes Projekt von uns. Dann haben wir in der Mensa steht bei uns eine Pfandtonne.
da möchten wir alle Studierenden bitten, dass sie da ihr Pfand reinwerfen. Das wird dann regelmäßig geleert und das wird für Busfahrkarten für die Flüchtlinge eingesetzt. Du hast an der Hochschule Landshut also viele Möglichkeiten, dich am Vereinsleben zu beteiligen. Der Campus steht nie still, denn the party must go on.